Es gibt eine Sache, die würde ich niemals machen. Und zwar wirklich nie, niemals. Und das wären Originalbelege ohne Kopie an das Finanzamt schicken. Warum das so ist, das erzähle ich euch jetzt im Video. Mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Jeder kennt es, denn jeder hat zum Beispiel schon mal seinen Geldbeutel verloren. Wenn man seinen Geldbeutel verliert, dann hat das natürlich ja auch auf das, sag ich mal, Privatleben ein paar Auswirkungen, denn es kostet zum einen wirklich Zeit, Geld und Nerven. Zeit deswegen, man muss alle Belege nochmal neu, beziehungsweise alle Personaldaten, also Personalausweis, Reisepass, Führerschein und so weiter, Bankkontokarten neu beantragen. Das kostet erheblich viel Zeit. Dann natürlich Geld, denn auch wenn man seine ganzen Unterlagen beantragen muss, dann verlangt natürlich die Bank zum Beispiel hier was für die neue Karte, der Reisepass oder der Personalausweis. Das kostet auch Geld. Und an dritter Stelle natürlich Nerven, weil man ganz einfach genervt von Amt zu Amt laufen muss und dann schauen muss, wo man diese ganzen Unterlagen herbekommt. Was hat das jetzt aber mit dem Finanzamt zu tun und mit den Originalbelegen? Ganz einfach. Wie ich auch schon im Video Text in the Box gesagt habe, es ist so, man kann beim Finanzamt nur etwas absetzen, wenn man auch den Beleg hat. Sei es Betriebsausgaben, die während der Betriebsprüfung dann gebraucht werden, also Belege dafür. Oder ganz einfach Belege, wenn man zum Beispiel im Währungskostenabzug ist, sprich bei der Anlage N oder Anlage V. Dazu braucht man Belege. Wenn diese Belege nicht mehr vorhanden sind, dann schaut man natürlich eigentlich schon mal relativ blöd aus der Wäsche, vor allem auch dann, wenn man keine Kopien hat. Und deswegen niemals Originalbelege ans Finanzamt schicken, lieber eine Kopie schicken, damit man ganz einfach diese Sicherheit hat. Aber warum ist das so wichtig? Man muss sich mal vorstellen, die Post ist auch nicht unfehlbar. Die Post, ja, hat sozusagen vielleicht mal schon mal den Brief von euch verloren. Und wenn dann sozusagen hier Originalbelege drin wären, die für das Finanzamt wichtig sind, dann kann das natürlich relativ blöd ausschauen, wenn dann, wie gesagt, dieser Brief verschwindet und der Finanzbeamte dann sagt, ja, ich habe den Brief nicht bekommen, bitte reichen Sie mir die Belege nochmal nach. Jetzt ist es aber so, wenn man natürlich nur einen Beleg, wie zum Beispiel eine Fortbildung hat, wo man zum Beispiel eine einzige Fortbildung hat, dann ist das relativ einfach. Man ruft hier beim Seminar oder beim Fortbildungsleiter an und dieser schickt einem dann eine Zweitschrift zu. Jetzt ist aber das Problem, wenn man mehrere Belege hat, sagen wir mal, es geht allein um 100 Belege, die jetzt den Werbungskostenabzug betreffen. 100 Belege nachzubringen, das ist dann doch etwas umfangreicher und vor allem auch aufwendiger. Und von daher nur mit Kopien arbeiten. Grund Nummer zwei ist dann auch, es kann ja auch passieren, dass es mal auf dem Postweg zwischen Poststelle und Sachbearbeiter verloren geht. Das heißt, der Brief geht so, wie er ganz einfach geschickt worden ist, beim Finanzamt rein und geht dann irgendwo, zum Beispiel landet am Ende in der falschen Akte, also beim falschen Steuerpflichtigen und taucht dann vielleicht erst Jahre später wieder auf. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die passieren kann. Diese Möglichkeit besteht meines Erachtens immer öfter, dass hier vor allem auch Belege verschwunden sind. Aber das ist natürlich eine Einzelfallsache. Aber auch hier ist, wie gesagt, der Finanzbeamte dann so, er kann sagen, ich habe keine Belege vorliegen, dann gibt es keinen Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug. Punkt Nummer drei. Was ich auch schon öfter mal erlebt habe, ist, dass man weiß, man hat diese Belege mit eingereicht, weil man zum Beispiel eine exakte Kopie der Steuererklärung vor sich liegen hat. Manche Finanzbeamte, ich will nicht unterstellen, dass es Faulheit ist, aber machen sich dann nicht die Mühe, diese Belege durchzuschauen, sondern, das sagt ihnen das Programm, lieber Finanzbeamter, hier Risikoprüfung, fordere diese Unterlagen an. Und das macht der Finanzbeamte auch dann, obwohl er eigentlich sozusagen die Belege vor sich liegen hätte. Jetzt ist es natürlich so, wenn er die Originalbelege hat und es keine Kopien gibt, dann kann man diese Belege ja nicht nachreichen, denn sie sind ja bei der Originalsteuererklärung mit dran geheftet. Viele Finanzbeamte sagen dann auch, die Belege seien nicht da. Wenn man dann natürlich etwas nachhakt, stellt man fest, sie sind doch da. Aber auch das ist natürlich eine Problematik und das ist natürlich auch eine sehr, ja, individuelle Sache, wie das der Finanzbeamte handhabt. Aus diesem Grund würde ich, wie gesagt, niemals Originalbelege an das Finanzamt schicken, denn man muss sich immer im Kopf behalten, eine Kopie kostet vielleicht 1, 2 Minuten, wenn man mehrere Belege zum Kopieren hat.
Aber was kostet es dich dann wirklich an Geld, wenn du diesen Nachweis nicht hast? Überleg dir, du hast mal eine Fortbildung gemacht oder mehrere Fortbildungen gemacht und die summieren sich auf 10.000 Euro. Jetzt waren das vielleicht nicht ein Beleg, sondern es waren vielleicht 10, 20, 30 Belege. Dann musst du wirklich diese 20, 30 Belege anfordern. Und wie lange dauert es, um sowas zu kopieren? Meistens nicht lange. Da kann man auch sagen, lieber dann vielleicht auch gleich im Handy hier mal kurz ein Foto machen, um sozusagen hier ganz einfach den Nachweis zu haben und sich ganz einfach das wieder später auszudrucken. Ansonsten niemals bitte Belege ans Finanzamt, vor allem niemals Originalbelege ans Finanzamt schicken, denn wenn die weg sind, dann ist auch euer Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug weg. Solltet ihr weitere Fragen haben zum Umgang mit dem Finanzamt, sei es im Bereich Mediation, wie geht man wirklich an das Finanzamt heran oder wie verhält man sich in bestimmten Situationen, dann ganz einfach ab damit unten in die Kommentare. Ich werde dann schauen, dass ich vielleicht ein paar Fragen dazu in einem Video beantworte, wo ich sage, das kann man machen. In den meisten Fällen gilt natürlich wie immer bitte ab zum Steuerberater, denn es ist immer besser, hier wirklich nochmal eine qualifizierte Meinung einzuholen. Denn wie gesagt, ich bin kein Steuerberater, ich bin lediglich Steuerinteressierter und diese Videos ersetzen auch in keinster Weise eine individuelle Steuerberatung oder Rechtsberatung. Von daher ganz einfach zum Steuerberater gehen und sich dann ganz einfach die Informationen vom Steuerberater holen. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.